Oh, Purpose und Prosody. Pose. Und damit Pupose. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2. Guck mal, auf der Map, die haben wir aber lange nicht mehr gehabt. Kenn ich gar nicht. Ach doch, das ist die, wo da hinten die Echse ist. Wo wir total getrennt sind. Aber das liegt daran, dass ich halt einmal eine Map, die blöd ist, reinnehmen muss. Ja. Und bevor wir die Insel nehmen, machen wir lieber das hier. Ja, mit diesen Blitzen da, dieses Ding. Oh, Ruckel. Ruhig, StarCraft stürzt ab, weißt du? Nö. Irgendwer hat gerade kurz geleckt. Ich bin Protoss. Das freut mich doch. Da müssen wir endlich nicht mehr dieses Zerg-Krispel bei ihm ertragen. Fällt gerade auf, ich habe am Ende deiner Folge gesagt, und sowas nennt sich Terraner, obwohl du Zerg warst, ne? Ja, siehst du, und sowas nennt sich Terraner. Wie ihr seht, ich habe endlich mal geschafft, meinen Worker mit Skins zu teilen. Ich habe geschafft, meinen Worker mit Skins zu teilen. Chronobus bauen! Chronobus bauen geht ja nicht. Das ist ja nur wollen, Quatsch. Ja. Man muss es nur wollen. Wolle. Aber deine tollen Richter-Dinger zielen so einen Schweif nach sich. Das gefällt mir. Das sind auch die Schweifrichter. Das klingt wie eine neue Serie auf Pro7. Die Schweifrichter. Mit Matthias Schweighöfer. Das ist natürlich eine Serie, wo es über Privatdetektive geht, ne? So wie die Trovato. In ihrer Freizeit als Einhorn verkleiden und deshalb einen Schweif haben. Oder warum? Das muss ja irgendwas mit Schweif zu tun haben. Oder schweifen die immer vom Thema ab? Die haben Pferdeschwänze. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. Und was für eine Frisur haben sie? Uns fehlen Mineralien. Tut mir leid, Partner. Hallo! Mehr Mineralien. Willkommen zum Feuerwerk der schlechten Laune. Es hätte übrigens keiner gescoutet, ne? Nein, warum sollte ich denn scouten? Ja, warum denn auch, ne? Kommt ihr sowieso nicht. Du bist Protoss. Protoss scoutet immer, es sei denn, ich bin Protoss. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich wollte halt heute mal kein Reaper spielen. Reaper spielen ist langweilig. Öfter mal was Neues. Denkt sich Lothar Matthäus auch? Ne. Lothar Matthäus und Denken sind schon mal zwei völlig verschiedene Sachen. Kannst du nicht in einem Satz zusammen erwähnen. Ich hab das Gefühl, der Chronobus ist irgendwie anders. Wir sind schon geändert. Kannst ja mal gucken, wie viel der kostet. 50. Nee, 50% ist auf alle Fälle anders. Ja, genau. Der hat vorher 100 gekostet und hat 100% geboostet. Jetzt kostet das gleiche noch, genau, aber er boostet nicht mehr. Er boostet jetzt doppelt so lange, dafür nur noch halb so stark. Sodass unterm Strich das gleiche rauskommt, aber eben der kurzfristige Effekt nicht so stark ist. Zaurok hat mir schon wieder nicht zugehört. Das rieche ich. Obwohl er 8000 Kilometer entfernt ist. Es sind nur 800, aber trotzdem. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Mineralien. Überraschung. Was machen unsere Gegner denn so eigentlich? Was machen Sachen? Bestimmt ganz tolle. Der ist Terraner und baut Marinesies. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich muss bald hier meine Mules opfern, weil Zaurok wieder keine Robo gebaut hat frühzeitig. Du wirfst da jetzt wirklich einfach eine Mule rein? Nein, Scan. Aber deshalb kann ich ja nicht mehr Mulen. Das bedingt sich ja. Man kann Mules übrigens nur dahin werfen, wo man Vision hat. Im Gegensatz zu Battlecruiser, die kann man überall hincallen. Oh, soll ich Battlecruiser bauen? Mach doch. Ich baue jetzt Battlecruiser. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich habe sowieso im Stream immer einen, der jedes Mal fordert, bau doch Battlecruiser und spiel Mac Mineralien. Und spiel Mars Mules. Das kann ja eigentlich nur einer sein. Nee. Das sind zwei. Weil ich habe das Gefühl, ich spiele nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Ich sichere mich trotzdem mal mit genug Marinesies und so ab, ne? Ja, mach du das mal.
Ich spiele einfach mal Bio into Mars Liberator. Bio into Bullshit. Genau. BB, die großen Bs. Bleib besser, Ballack. Schillerstraßenfolgen sind schön. Ne, warte, auf dem Hotkey mit dem Gate brauche ich auf alle die Fälle drei großen Bs. Bleib besser, Ballack. Da sieht man auch, wie lange diese Folgen schon her sind, ne? Das stimmt. Weil das war dann natürlich beim Wechsel von Ballack zu Chelsea. Das ist ja gefühlt schon 5 Jahre her. Jahre, das ja, ist ein Oberlord. 5 Jahre ist es definitiv schon her. Oberlord bauen. Können die in die Luft schießen? Nee, natürlich nicht. Warum? Oberlords? Klinge? Solltest doch langsam wissen, was er in die Luft schießen kann und was nicht. Ich spiele das Spiel auch nicht so oft. Du hast mir gerade gesagt, du hast geübt. So, ja, mein Üben kennst du ja. Hast gesagt, oh, ist das Imba und bist offline gegangen, oder was? Woher weißt du das? Hier kommt ein großer Push. Wir versuchen durch meine Rocks zu gehen. Kannst du zu mir in meine Base kommen? No, Supply Block ist nicht so geil. Aber Storm ist durch. Ich hab halt noch kein Stim. Scheiße. Laufe. Ja, es ist auch ein bisschen spät, dass du kommst. Wann habe ich denn eigentlich mal endlich Stim? Ich hab genau wieder nach dem Fight Stim, ne? Ah, da kommen mal seine. Ja, jetzt habe ich Stim übrigens. Ich hab mal gecleared. Ja, noch lebt da was. Ich hab mal gecleared. Da kommt noch was. Aber ich habe ja jetzt Stim. Mit 4 Marines. Hätte ich das vorhin gehabt, hätte ich das alles halten können. Also sie kommen übrigens weiter, ne? Du solltest hier noch was nachbauen. Ich laufe. Ne, du nicht, du hast noch keinen Storm. Du hast ja Stim jetzt, ne? Ja, aber ich habe nur 3 Marines gegen 2 Marines. Ich habe 2 Marines gegen 3 Marines. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich brauch halt echt mal ein paar mehr Barracks, ne? Jetzt hat er eingeladen. Ja, wahrscheinlich droppt er jetzt zu dir. Nein, sie kommen nochmal. Oh, da ist Tank. Da war ein Tank. Das ist ein bisschen viel, was da kommt. Ich weiß nicht, ob du Reinforcements hier hast. Nee, hier nicht, aber von unten. Oh, das ist gut. Dann bleib ich ja hier. Leider können da die halt noch, die. Da kommt aber noch ein ordentliches Fund. Bin auch gleich wieder da. Ja, jetzt muss ich mal wieder zurück. Brauchst du vielleicht Gas? Nee. Brauch mal ein paar mehr Production-Gebäude. Sind die jetzt endlich mal fertig? Immer noch nicht. Die drücken weiter durch, ne? Nein, darum ging's gar nicht. Jetzt lifte doch dieses Ding da. Bleiben wir in der nächsten Einheit. Nein, immer lade ich aus Versehen Einheiten ein. Ich hasse es. Das ist ein bisschen viel. Jetzt stehen sie halt in meiner Production, damit bin ich tot. Ich mache gerade Gegenschaden. So. Ja, aber nicht so viel. Wo machst du denn Gegenschaden? Ja, da vorne waren ein paar Dinger drin. Hat aber nicht gereicht. Ja, es ist ja One Base. Größer als Two Base. Ja, ich hätte früher Bases bauen müssen. Bases, sag ich schon. Barracks bauen müssen. Aber das lag alles an meinem großen Plan auf Mars Liberator. Auf Mars. Liberator hat auch ein bisschen was getan. Nee, Liberator gegen Marines und gegen Hydras sind Liberator nicht das Allergeilste. Ich hätte einfach mehr Marines haben müssen. Und dass Tim natürlich im ersten Fight noch nicht durch war, das hat halt so viel gemacht. Es ist natürlich genau fertig geworden, nachdem. Den ersten Fight konnte ich noch retten, aber dann kam der Zerg dazu. Und das sind die gleichen normal. Oh nee, nochmal One Base gescheiße. Das war ja nicht One Base, das war Two Base. Ich hab einfach nur ein bisschen früher gepusht. Aber eigentlich kann man das halten. Ja, wenn man Stim hat, kann man das halten. Ja, wenn du frühzeitig kommst, kann man das auch machen. Du warst halt viel zu spät. Ja, ich muss halt auch erstmal laufen. Ja, das ist das Problem.
wie du weißt, sind halt Templer jetzt nicht die schnellsten Geschöpfe auf der Erde. Deshalb musst du das antizipieren, wie ein Lothar Matthäus sagen würde. Nee, Lothar Matthäus würde sowas nicht sagen. Der Boa-Deng. Mir fällt Lothar Matthäus Aussprache von Boateng. Boateng. Haben die nicht bei Sky irgendeinen, der kein Bayern-Profi oder Fan ist? Ja, Christoph Metzel, ne? Ja. Ja, ist halt so. Aber so stark, wie der Dortmund immer kritisiert, ist er quasi Bayern-Fan. Und Rainer Gaumann. Ja. Ist dir denn aufgefallen, Rainer Kallmund ist bei jeder Kochshow beim Probieren? Ja, ist doch schön. Ich wäre auch gern bei jeder Kochshow zum Probieren, muss ich sagen. Vielleicht nicht bei jeder, und aber bei vier. Du brauchst also einen Worker weniger, bevor du die... Okay. Was? Du hast einen Worker weniger gebaut, bevor du die Echse gebaut hast, habe ich gesagt? Echse bei 17 normalerweise. Und zwar die Drohnen schon im Voraus schicken. Och nee, auf diesem Account fehlt Abbrechen immer. Das verstehe ich auch nicht. Muss mal gerade kurz Hotkeys mitten im Spiel umstellen. Ich breche ab. Machen. Nichts hält mich am Boden. So, oh, lass mal immer bei 20. Ich breche ab. Ja, bei mir ist jetzt sowieso alles durcheinander, weil ich ja kurz mal die Hotkeys umgestellt habe mitten im Spiel. Zum wiederholten Mal. Meine Ex ist gar nicht so viel später als deine. Kommt ein Overlord. Überraschend. Ja komm, Pool wird fertig. Werd fertig, Pool. Pool fertig. Wir brauchen mehr Mineralien. Ein bisschen Spießgas gesammelt, ja? Oh. Ein bisschen Spätlinge gebaut, der Zarot. Ja, so früh ich konnte halt. Ne? War der Pool ein bisschen spät. Der war früher da als deiner. Ja, ich hatte Linge zu dem Zeitpunkt, ja. Oh, ich habe Linge. Mama. Ja, siehst du? Ich hätte aber nichts verloren. Ne? Oh, das sind. Warum sind meine Linge nach oben gerannt? Klassischer. Nein, die sind unten gerannt. Ich wollte natürlich helfen. Jetzt greife ich meine eigene Drohne an, anstatt die. Hallo. Boah, mein Maiko ist heute auch echt unter aller Sau. Ja, ich bin auch überragend gut. Habe ich eigentlich... Ich habe natürlich keinen Speederforsch. Kann man machen, ne? Ich glaube, ich habe jetzt Drohnen, die gefährlich aussehen. Ist doch schon mal etwas, ne? Dass ich echt keinen Speed erforscht habe, ne? Ich bin auch ewig Supplyable. Ich habe zwar vor Ewigkeiten auch gefühlt schon Overlords gebaut, aber... Der Reaper ist tot! Das ist gut. Nein, mein Overlord wollte das scouten. Das habe ich bewusst geschickt. Der ist nicht einfach dumm in den Tod geflogen. Da kommt schon wieder so viel Scheiße. Hast du ein Bending Nest gebaut? Nee, ich habe ein Roach Warren gebaut. Oh, warum baust du denn nicht Roach Warren? Wenn ich ein Bending Nest baue, haben wir auch verloren. Ja, mit Roaches sowieso. Weil du immer nicht genug Roaches haben kannst, wenn halt Linge schnell reinrennen. Jeder sollte auch da gucken, was die Marinesies da so machen. Schickst du gerade jeden Overlord in den Tod? Nein, er hat halt einfach meine abgeräumt. Deine kommen jetzt auch gleich dran. Ich hab halt meine aktiv postiert. Du hast deine in der Mitte der Map stehen lassen. Das ist gut, wenn man nicht aufpasst, so wie ich gerade. Und du regelmäßig. Aber gesehen haben die bisher nichts. Ich baue schon mal einen Overlord und pick gleich wieder Supply Block. Lass mal gleich Einheiten bauen und durchpushen. Okay. Also ich halt, würde halt jetzt sagen, drückt Linge und dann machen wir Baninger, aber kannst du ja nicht. Willst du ja Roaches bauen? Ohne Speed? Ohne dass es irgendwas gegen den Terraner hilft? Aber der Herr baut Roaches. Ja, in der Tat. Immerhin hat er eine dritte gebaut. Das muss man ihm ja mal anrechnen.
So. 3 Einheiten gebaut, Supply Block ist da. Was war das? Da kommt der Push vom Gegner. Mit ganz schön vielen Bandlingen. Er soll nicht laufen mit dem Bandling. Ja, du hast aber ein bisschen wenig. Ja, gut, ich habe alle meine Dinge verloren. Das sind auch ganz schön viele Bandlinge, die er da hat. Ja, und auch ganz schön viele andere Sachen. Aber jetzt sind die Bandlinge unnötig explodiert. Der könnte allerdings teuer werden. Geht aber nicht. Also prinzipiell okay gewesen, der Schaden, aber wir sterben halt jetzt am Mid-Game-Push. Ich meine, wir wussten ja, dass der kommen muss, oder? Aber du hast halt Roaches gebaut. Wir dürfen einfach nicht, die dritte müssen wir komplett weglassen. Nee, die dritte hätten wir wunderbar bauen können, wenn du nicht Roaches gebaut hättest. Einfach Einheiten Roaches gegen Terraner. Einfach Einheiten drücken, wenn wir gegen die nochmal spielen, einfach Einheiten drücken, dann haben wir gewonnen. Ja, einfach auch Einheiten bauen. Du warst in den Workern hinten. Du warst übrigens derjenige, der am wenigsten Worker hatte, tatsächlich. Ne? Ja, Worker sind auch, wenn ein Push kommt, sind Worker. Du hast aber ja gerade gesagt, wir dürfen nicht auf Worker gehen. Hast du aber gemacht, hast du eben nicht gemacht. Also, du hättest die Arbeiter haben. Du hattest weder Arbeiter noch Armee. Das ist das Problem gewesen. Ich war in der Armee-Technik, war ich also auf deiner Höhe. Ja, aber du hattest halt weniger Worker als ich. Das heißt, du hattest keine Reinforcements und hattest gleiches Armee-Supply wie ich. Wenn du schon. Ja, du mit deinen 2 Banelingen, da machst du halt auch nichts. 4 Banelinge, ja. Und ich habe die Banelinge vom Gegner rausgenommen. Ja, und alles andere? Ja, du wurdest halt direkt mit Roaches surrounded und hast drauf geguckt. Das stimmt. Bringt uns halt auch nicht weiter. Aber du solltest einfach nicht Roaches bauen, da. Und schon gar nicht gegen den Terraner. Da baue ich gar nichts mehr, das ist auch gut. Nein, bau doch einfach Link Banding. Das wird die beste Wall, die ich hier gemacht habe. Ich verstehe ja nicht, warum du immer nur Roaches bauen willst. Damit kommt man halt nicht raus aus Gold 1. Ja, werden wir sehen. Uns fehlen Mineralien. Forderst du mich denn am Freitag heraus, Sarok? Für euch ist das übrigens schon lange gewesen. Das haben die Zuschauer das schon längst gesehen. Eine klägliche Niederlage haben die gesehen. Wo ist denn hier dicht? Das hat er auch gesagt die ganze Zeit. Wollte sich ständig betrinken, nachdem er gesehen hat, wie er da gespielt hat. Ja, ich weiß halt, mir scouten übrigens beide Gegner, interessanterweise. Drone und Probe. Die Wall ist dicht, obwohl da so eine riesige Lücke ist. Uns fehlen Mineralien. Hier haben wir das Gas genommen. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich habe den Steam wieder angeschrieben. Wir brauchen mehr Mineralien. Das sind mir aber kein Stück. Nee, erstmal machst du hier, das gibst du ab. Dann machst du hier so eine Expansion hin. Hier die Tür, den Grill. Vielleicht. Moin Gott, wann ist denn endlich alles mal fertig? Wir haben kein Gas mehr. Der fährt eine Propel unten hin. Jaha, ich fährt die ganze Zeit schon durch die Gegend. Bei mir waren halt beide gerade. Wie ist denn der jetzt bei dir reingekommen? Hast du die Barracks geliftet, ernsthaft? Ja, ich hab die Wall aufgemacht. Klar, kann man ja mal machen. Ja, finde ich auch. Wenn man weiß, dass da eine... der Gegner quasi ist. Hast du jetzt getötet mit deinem Reaper? Die Probe, hast du gar keinen Reaper gebaut? Probe ist weggefahren. Die Probe ist tot. Aber die Drohne lebt. Ich glaube, die Folge ist schon wieder so lang, ne? Wir haben, glaube ich, gerade wieder. Ja, ist egal, wir müssen noch spielen, bis wir gewinnen. Ja, wir müssen sowieso noch ganz viele Folgen aufnehmen, Zerg. Ja, ich habe ja Urlaub. Ich nicht. Ich muss eigentlich bald mal für die Klausuren vernünftig lernen. Das heißt, wir müssen erst mal fertig werden. Wer lernt denn heutzutage noch? Jemand, der die Klausuren bestehen will. Also ich nicht. In der Schule habe ich auch nicht gelernt. Ja, lernen in der Schule fand ich auch immer unnötig. Ich glaube, ich habe das wirklich das erste Mal richtig gelernt, habe ich für meine Abi-Prüfung. Ja, Abitur ist sowieso. Die Evolution hier ist gerade eben fertig geworden. Dann gucken wir mal, was der so macht. Der baut Stokers. Ich helfe dir mal so ein bisschen, da Stress zu machen. Und Sentries. Stalkers und Sentries. Wer kennt's nicht?
Ich habe einiges an Workern gekriegt vom Gegner. Sehr gut. Aber wir machen, würde ich behaupten. Gesamte Natural quasi. Jetzt habe ich keine Minerals mehr. Wollen wir vielleicht da mal weiter pushen? Wie sieht es bei dem Angst? Du hast jetzt gerade erst angefangen. Das andrücken. Ich renn gleich noch mal ein bisschen weiter da. Ja, du gewinnst das Spiel wie immer, ne? Die letzten beiden ja nicht, leider. Das stimmt, da war es sehr nicht Handicap gut. Konnte ich auch nicht ausgleichen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Kommt da vorne was? Habe ich das richtig gesehen? Ich pushe. Ach, du bist das. Okay. Ja, du machst das, ne? Warst du ja abgesprochen? Ja, hab ich doch abgesprochen. Ich hab gesagt, ich push jetzt. Sag ich doch, das hast du abgesprochen. Absolut richtig, was du da machst. Deine Truppen werden angegriffen. Der hat noch kein Warpgate, der macht den Gjormun. Gjormun! Der hat eine Cannon in seiner Ecoline gebaut. Wie unfair ist das denn bitte? Ja, vielleicht kommt ja ein Oracle, weißt du ja nicht. Oracle? Oracle, genau. Ja! Bams, Junge! Was war das denn jetzt? Ich habe vielleicht 18 Probes gekriegt mit 3 Banding oder so. Kann man mal machen. Das Schlimme ist, ich musste jetzt eigentlich ein bisschen drohen, aber dann sind wir tot. Deshalb baue ich jetzt erstmal noch ein paar Linge. Dafür reicht die Energie nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Also es könnte sein, dass ich jetzt einen Gegenpush machen, Zarok, ne? Ich hoffe, du hast Einheiten. Also nicht die Einheiten so von Sachen, jetzt können wir aber richtig hart Gas geben, aber ich habe Einheiten. Hier, vielleicht baust du mal vorne am besten einen Bunker oder so. Stehst halt auch schon wieder meilenweit weg von uns. Okay, sie steht aber noch hinten. Gut, dass ich immer danach gucke. Die Brut hat eine neue Königin. Das hiervon nehmen wir auch zwei. Nein, was machen meine Bändige hier? Ich komme jetzt auch mal nach vorne, wenn das okay ist für dich. Also nur wenn das okay ist. Ja. Muss ich nur überlegen. Nein, auf jeden Fall gehen nach vorne. Meine ersten Medivacs sind auch gleich da. Ich finde die Spiel ja, jetzt schön. Schön. Bunker ist besetzt! Ja, ich drohne jetzt noch mal ein bisschen. Manchmal muss man auch einfach drohen. Manchmal muss man einfach Polka tanzen. So wie Zarok jetzt in seiner Facecam. Hast du eigentlich immer noch keine Facecam? Oh, nee. Warum nicht? Ich aufregen. Ja, also ich mache mich doch hier nicht für zwei Zuschauer zum Affen. Ja, warum nicht? Du lädst ja nicht mal hoch, die Folgen. Es ist alles hochgeladen. Nee. Kannst du mal den Overlord bei dir da wegmachen? Nö, womit denn? Einheit. Ich hab nichts, was in die Luft schießen kann. Finde ich nicht gut. Ich mach nochmal eine Echse, ne? Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Ey, nee. Wir brauchen mehr Mineralien. Hier der zweite Post, die Wall hier auf, dass uns meckert der Tank gleich rum. Alles hier hin, alles explodiert. So, ich baue jetzt auch wieder Einheiten. Kann man mal machen. Da kommen sie, das ist ein Errorix. Ach, Zarok. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu. Nein, nicht stehen bleiben, Gas bauen sollt ihr. Kann man mal verwechseln, stehen bleiben und Gas bauen. Das stimmt. Sollte man aber nicht. Hast du die hier mal Rocks? Man kann nie genügend Medivacs haben. Zarok, bau dann Depot hin. Uns fehlt Energie. Sehr gerne. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen. Mineral Field depleted. Wie sieht's denn so aus? Sollen wir gleich mal vorne guten Tag sagen? Ah, oh, könnten wir eigentlich.
Ich fliege jetzt nur noch kurz meine dritte Naht da hinten. Ach, welche willst du denn nehmen? Ah, die, okay. Die da vorne. Auf meiner Seite. Weil ich die andere genommen habe. Meine Seite zählt nicht! Da ist ein Observer. Töte ihn! Wo denn? Da, scan über deine Armee, scan über deine Armee, scan über deine Armee, scan über deine Armee. Ich hab schnell, gerade gemult, Nergorix. Ja, wirf doch dann eben die Satellitenzentrale darunter, die fliegt. Ja, jetzt ist wahrscheinlich zu spät. Hat er recht. Macht aber nichts. Nein, das wäre schön gewesen. Natürlich wäre das schön gewesen, wenn. Ach, Zahlrot. Warum julst du denn immer? Ja, dann ist die alte Terraner-Krankheit. Kennst du doch selbst bestens. Würde mir nicht im Traum einfallen. Ich droh mal noch. Das ist die alte Zerr-Krankheit. Jetzt kommen wir Einheiten. Ist mir auch egal. Einheiten kommen, dann schiebe ich wieder wie immer Zarok die Schuld zu und alles ist gut. Nee, bist du wahnsinnig? Ich will doch keine Cyclones bauen. Warum nicht? Cyclones sind witzig. Wie kann ich denn Supply Block ziehen? Da muss ich mal kurz den Noob-Knopf drücken hier. Passt ja zu dir. Weiß Bescheid. Hat er recht. Das ja, komm doch gleich, du normale Sprecherin. Ah ja. Kennt ihr auch das Problem? Überall nur un... Was hast du gesagt? Normale Sprecherinnen. Ganz viele Barracks jetzt bauen. Und Command Center bauen. Ganz viele. Nein, du kannst doch nicht einfach meine Echse hier verhindern wollen. Das ist unfair. Ja, Ries, ich habe das Gefühl, seine Basis wird angegriffen. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Das war ja nicht meine Basis, war eine Drohne, die nach vorne gefahren ist. Das ist doch schön. Ja komm, Vehicle Weapons Upgrade, warum nicht? Brauchst du Tanks oder sowas? Ja. Hab ich. Du hast doch einen komplett auf deiner Ram stehen lassen, sodass keine Marines durchkommen. Nicht genug von diesen Hey, du Otto! Kannst ja auch mal Liberator spielen. Das kann ich nicht. Ja, ist egal. Du sollst da als durchfahren! Als ob du Tanks könntest. Wollen wir pushen? Ah, wo ist ein Medivac? Gleich, ich muss erst dem Sorgenkind-Tank da helfen. Die haben auch mich schon gescoutet. Wir sollten gleich mal pushen, Zarok. Komm mal. Bei dir wird gewobbt. Das ist bei mir. Das ist gar nicht bei dir. Aber du könntest vielleicht da mal helfen, anstatt meine Armee aufzuhalten, nach hinten zu rennen. Klär du das mal. Diese Zerg sind soeben mutiert. Und auch das Warp-Prisma fokussen, ne? Das kommt zu dir, das Warp-Prisma. Nein, das kommt zu in deine Mainbase. Das stimmt. Da steht jetzt nicht so viel rum. Oder auch, das bleibt einfach hier stehen. Dann solltest du jetzt aber pushen. Ich komme nicht hin bis zum Warp Prism. Ich force hier gerade schon mal ein paar Storms. Netter Versuch, aber wir sind am Versorgungslimit. Mein Gott. Wie viele Storms der auch hat. Also ich lenke mal ab, du kannst einfach in der Mitte durchrennen wahrscheinlich, weil beide Gegner sind gerade bei mir. Wie viele Storms der auch einfach hat, ne? Ich hoffe, du machst da gleich Schaden. Die Evolution ist abgeschlossen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Dritter Versuch, aber wir sind am Kannst du in die Mitte rennen, da kommt gleich der Protoss. Ne? Ich fange alle High Templar ab währenddessen. Die mich versuchen allerdings noch tot zu stormen, als sich jetzt aber in Arkans verwandelt haben. Das klingt wie eine, so ein schönes Sachbuch. Unsere Verbündete, wir brauchen mehr Mineralien. Wann hab ich denn eigentlich mal Buro? Bin ich Buro erforscht? Ich glaube, ich bin hier den Fight am Gewinnen. Ich weiß das aber nicht so genau. Ja, ich habe währenddessen ja alle abgelenkt. Kann man mal so machen. Fight ist gewonnen. Ich habe nicht mehr so viel, wie ich am Anfang hatte, aber da kommt gleich ganz viel Scheiße nach. Jetzt kommt noch mehr zu dir.
Ja. Kann den Dingens da nicht rausnehmen, weil ich nur noch Roaches hab. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Er hat Paniklinge gebaut. Das ist gut, das sieht gut aus für uns. Nexus wird hier rausgenommen. Paniklinge werden getötet. Ich geh mal hoch zum Prodas. Der baut hier nämlich Immortals gegen meine Marines. Ja. Oh, Broodlords, du musst mir helfen hier. Ich habe nur noch Roaches. Okay. Und hier wird reingewarpt, leider. Hast du die Enforcements hinten? Wenn ja, dann versuch mal hinten zu clearen. Die laufen gerade alle nach vorne. Ich baue ganz viel nach hinten. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wie sieht das vorne währenddessen aus? Ja, du musst ja die Brutals rausnehmen, dann okay. Ja, jetzt bist du, wenn du Reinforcements mal eben hinten clearen könntest. Weil ich kann gerade nichts bauen, ich bin gemaxed. Wie viel ist das hinten denn ungefähr? Nicht so viel. Aber das Warp ist glaube ich noch irgendwo. Aber er dürfte eigentlich nicht mehr so viel warpen können. Ich würde halt auch gerne jetzt auf Corruptor gehen und mal eben das Warp mal töten, aber. Brutlords, sind die tot oder sind die weggeflogen? Kann ich dir nicht so genau sagen. Ich dir auch nicht. Aber da läuft hier gerade durch drei. Durch meine Tanks durch. Ja, Storms mir egal. Ich habe hinten übrigens die Dinger geklärt, ne? Das ist schön. Ich habe nur 100 Supply verloren bei dem Angriff. Ja, ich habe ja währenddessen schon vor dir gekämpft. Das stimmt. Sieht man, da habe ich nämlich gegen beide gekämpft. Ja. Und dann bist du dazugekommen, eine Minute später. Ja, ja, war doch schön. Das stimmt. Ja, guck dir mal den Anfang an, wie der Protoss mit Workern gedroppt ist. Der hat halt die Hälfte an Workern verloren. Das stimmt. Und der Zerg hat sowieso nicht Drones gebaut, so wie es aussieht. Der Nergul hat auch gemacht. Viele Worker verloren. Ja, aber ich hatte ja über 70. Das war mein Plan. Das stimmt. Ich wollte mehr Roaches bauen am Ende. Die freiwillig geopfert. Und damit würde ich sagen, was ist wieder die Folge? Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr die Folge klicken. Unten rechts ein Projekt von mir. Und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.